Ja gut, was passiert, wenn man keine Regeln beachtet? Also man muss eigentlich nur seine Augen öffnen, ne? Das macht man so. Oh. Und einfach mal in den Bundestag gucken. Oder man geht einfach mal abends, schlendert so ein bisschen durch die Gegend. Dann sieht man, was passiert, wenn man keine Regeln beachtet. Also ist jetzt nicht so schwer, ne? Sie müssen das abschalten, Ich bevor wir muss gar nichts. abheben. Dankeschön. Willkommen, Mann. Seid mal ehrlich, habt ihr immer den Flugmodus angemacht, wenn ihr im Flugzeug wart? Hm? Ihr Schlinge, ihr habt das nämlich nie gemacht. Ich hab's nämlich auch nie gemacht, ne? Ja, mein letzter Flug war dann kürzer, war dann nur bis zu den Alpen. Da musste ich dann ein paar Wochen da übernachten, campen und die anderen Menschen da essen, weil sonst hätte ich ja nicht überlebt. Und dann kam da angeblich irgendwie eine Störung wegen Handy, aber das glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass es mein Handy war. Das ist Bord Blödsinn. bei Magic Airlines, hier spricht Ihr Mein Handy macht Pilot. sowas nie. Am Ende des Ganges sehen Sie Cindy, die Ihnen die Ausmaßzahn. Sicherheitsvorschriften erklären wird. Die Notausgänge können vorne und hinten gefunden werden. Bitte schalten Sie alle elektronischen Geräte während des Fluges ab. Im Falle eines Notfalls werden Sauerstoffmasken von oben herunterfallen. Um die Schwimmwesten aufzublasen, ziehen Sie an diesen Dingern hier. Das war's eigentlich schon. Magic Airlines bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, kein Danke. Wort verstanden, sorry. Alles klar, Die Handys tun Leute? zu laut. Schnallt euch an. Ich hoffe, ihr habt die Sicherheitsvorschriften verstanden, Ne. weil gleich gibt's einen Überraschungstest. Boah, ein Überraschungstest. Ja? Passt immer auf den Überraschungstest auf. Immer. Ich kenn's selber. Arbeit ist auf dem Bau. Für die 1000 Mark gesorgt, passe bitte auf, wenn die Leute so ein bisschen anders aussehen. Das könnten welche von der Bauaufsicht sein. Bitte rauchen in der Nähe von der Gas. Also habe ich noch nie gemacht, aber. Es, naja, bitte rauchen in der Nähe von der Gasleitung. Bitte hab immer einen Helm auf. Ja, ging bei mir hier rein, da raus. Habe ich natürlich nie gemacht. Und da kam die Bauaufsicht, ne? Das war auch so ein kleiner Überraschungstest. Dann stehst du dann so da. Wo ist denn der Helm und wieso rauchen Sie denn hier? Ja, ich konnte leider nicht antworten. Ich hatte 2,0 Promille. Aber ja, immer aufpassen. Immer, ne? Das Leben birgt immer Überraschungen. Immer. Gut, dass Sie zugehört haben. Aber es ist gut simuliert, ne? Man könnte meinen, die sterben jetzt wirklich. Ich muss sagen, ey, also heutzutage, ne, was man alles simulieren kann, ne, das sieht ja alles so realistisch aus, dass die Leute da jetzt wirklich qualvoll ertrinken, aber das, ich finde, das ist wirklich eine gute Simulation. Ne? Also ich glaube, die Leute werden ab sofort jetzt immer zuhören. Ne, die werden, glaube ich, ab sofort jetzt immer zuhören. Ne? Wisst ihr, im Leben habt ihr viele Überraschungstests. Ich kann euch mal sagen, meine Mutti zum Beispiel. Für die war es auch eine absolute grauenhafte, schreckliche Überraschung, dass ich auf einmal auf die Welt kam. Weil, ja, ich war immer ein Wunschkind. Ja, und hätte mal, ne, habe ich zu meiner Mutti immer gesagt, hätte mal damals zugehört. Ne, du hättest verhüten können. Ne, jetzt hast du den Salat, jetzt musst du den irgendwie ausbaden. Ne, und das war dann, die hatte dann mit meinem Vater, also der Vater hatte dann für meine Mutter einen Überraschungstest. Weiß nicht, was sie da gemacht haben. Also, die haben den Storch angerufen und dann kam ich. Ne, so wurde mir das immer erklärt und so wird das auch sein. Genau, und ja, hättest du mal zugehört, wäre es nie dazu gekommen. Ne? Also, passt auf, auch sowas kann passieren. Und das wollte ich nie. Also immer, immer zuhören. Immer die Sicherheitsvorkehrungen vorher abchecken, ob alles Safety ist. Safety first, meine Freunde der Sonne. Safety first. Sonst passiert sowas. Ne? Und das wollt ihr nie. Simuliert ertrinken. Die leben alle noch. Keine Angst. Das sind alles Laiendarsteller. Die leben alle.
die von der Titanic, die sind danach auch auf eine Insel gegangen und haben sich da New York aufgebaut. Manhattan. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.